Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Story Seasons Friends of Mineralton. Die arbeiten alle 7 Tage gut. Ja, wir müssen noch. Wir müssen erstens wieder heim. Und dann müssen wir noch zu Jennifer und zu Karen. Ich reite mal als erstes heim. Um 12 Uhr der nächste Kandidat vor der Haustür stehen sollte. Und zu Jennifer und zu Karen kommen wir dann schon noch irgendwie. Boah, habe ich heute Lou schon beschenkt? Gute Frage. Nee. Können wir ja immer einen Curry oder? Hallo, bist du zu Hause leider? Tut mir leid, dass ich ungefragt vorbeikomme. Hast du kurz Zeit, mit mir zu reden? Nein, Herzi, wenn ich hoffe, so vergeht jetzt keine Zeit. Ich wollte heute etwas mit dir unternehmen, Leila. Würdest du mit mir wilde Beeren und Kräuter sammeln? Wenn du etwas anderes vorhast, macht das auch nichts. Klar. Bist du sicher, Leila? Puh, ich bin froh, dass du ja gesagt hast. Danke. Dann machen wir uns auf den Weg. No. Was sind wir da? Wir sind schon weit drin im Wald. Vielleicht ist hier eine gute Stelle? Ich hoffe, dass wir einen großen Korb mit nach Hause bringen. Wäre das nicht prima, Leila? Wo sind wir? Ach, wir sind da hinten, wo eigentlich diese Steine stehen. Ja. Das sammeln wir mal eine Runde. Sieh mal, Leila, dort wächst auch noch eine ganze Menge. Ich renne da direkt in die Sprinte dann. Gute Arbeit, du bist schnell und hast wirklich ein Auge dafür, sie zu finden. Ich hätte nie erwartet, dass wir so viele finden. Du kannst alle haben, auch wenn wir sie den Göttern verteilen, wir sie den Stadtbewohner. Boah, das ist alles irgendwie eine gute Antwort, muss ich bei schon sagen. Weil entweder alle behalten, dass ich halt nicht so eigennützig bin. Und er halt alle haben kann, weil der halt drauf steht. Oder auch wenn wir sie der Göttin, aber der ist, glaube ich, nicht so gläubig. Also das glaube ich eher nicht. Oder wir sagen halt, verteilen wir sie ja nicht beruhigt. Das ist die beste Option, ist, oder? Weil er ist ja so hilfsmäßig, aber er ist halt auch schüchtern. Deswegen weiß ich nicht, ob er so gerne das einfach den Leuten gibt. Boah, das ist echt schwer. Was machen wir dann? Komm, wir verteilen sie an die Dorfbewohner. Ja, findet ihr gut. Sie mit den Leuten in der Stadt teilen, das ist eine tolle Idee. Oh, aber ich frage mich, ob sie sich nicht belästigt fühlen, wenn wir einfach so unangemeldet was vorbeibringen. Bestimmt nicht, Bro. Das glaubst du nicht? Wir sollten einfach losziehen. Ja, wenn du meinst, Leila. Oh Gott, ich glaube echt, es wird dunkel. Verstehe, deswegen bist du also hierher gekommen. Das ist aber nett, dass ihr euch so eine Mühe macht, Leila und Cliff. Ja, die kommen uns gerade recht. Wir haben unserem Weinberg so viel zu tun, dass uns die Zeit fehlt, in den Wald zu gehen. Schön, dass ihr euch darüber freut. Naja, wir müssen dann weiter. Ach, Cliff, der blüht richtig auf. Die Leute vom Gemischwarenladen, die Leute von Gasthaus Kater und jetzt Jugend und Mana. Sie haben alle unseren Lächeln begrüßt. Das hat mich wirklich gerührt. Boah, ich hoffe, ich habe mit denen allen Freundschaft bekommen. Hier greife ich ja selbst nur selten die Initiative. Aber seit neuestem sehe ich das ein wenig anders. Und deshalb bin ich froh, dass ich mich getraut habe, dich heute dazu einzuladen, Leila. Wenn ich mit dir zusammen bin, habe ich das Gefühl, dass ich in diese Stadt gehöre. Danke, Leila, dafür, dass du mitgekommen bist. Hallo Brandon, hier ein kleines Dankeschön. Okay, also 14 Uhr haben wir definitiv verpasst, hat aber auch irgendwie keiner. Oh, ja, doch, wir haben 14 Uhr völlig verpasst. Upsi. Also einmal räume ich das Curry oder? Und dann gehen wir jetzt zu Karen hoch. Boah, ich hoffe, wir sehen die heute noch. 16 Uhr, das könnte noch werden. Die Karen, die hat eh schon so viel Freundschaft mit uns. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so das Problem. Ich weiß nicht, aber die ist später vielleicht noch saufen, oder? Heute ist eh Sonntag, die ist wahrscheinlich eh saufen. Hallöchen. Okay. Dann gehen wir mal ins Gasthaus, weil da könnte erstens die Jennifer sein, zweitens ist der Lou und drittens hängt er irgendwo mit Karen ab. So, Lou, Hallöchen. Brauchst du was von mir, ehrlich? Ja, ich wollte den Curry Udon geben. Boah, willst du mir nicht irgendwann mal ein paar Rezepte geben? Okay, da ist Cliff.
Ja gut, jetzt suchen wir halt Jennifer und hier Karen. Klingt doch nach einem Plan. Da rennt jetzt Jennifer manchmal rum. Um 18 Uhr muss jetzt, glaube ich, keiner mehr von diesen Liebschaften von uns vorbeikommen. Ja, toll. War ein scheiß Timing mit. Ich schalte es trotzdem mal kurz hoch. Oh Gott, die haben mir wirklich nur die Hälfte gegossen. Ja, aber 18 Uhr kommt keiner mehr. Mist. Könnte man die sein? Jetzt erstmal und dann gehe ich so 20 Uhr hoch zum Gasthaus. Ja, ich weiß schon, ich habe nichts gekauft. Ach, ich muss da sogar nachpflanzen. Nein. Was war das? Das war nur Blüten. Ja, ich werde eine wunderschöne Nacht haben. Sehe ich schon kommen. Aber vielleicht haben sie dann den Rest ein bisschen mehr gegossen. Nein. Okay, die sind heute auch einer weniger. Ich werde das nicht mehr alles sehen. Das wird eine Katastrophe werden, Leute. Was für ein Scheißtag. Nur weil Cliff meinte, uns stören zu müssen. So. Ich will eigentlich meine Gurke noch gießen, solange ich überhaupt was sehe. Weil wenn ich gar nichts mehr sehe, habe ich ein Problem. So. Oh, wo ist mein Pferd? Ich muss jetzt echt mal hoch. Aber ich kann den heute, glaube ich, echt nichts mehr schenken. Okay, wo ist das? Das muss ich halt dann einfach im Dunkeln irgendwie gießen. Ach, das steht jetzt da hinten. Nicht in Pfeifen. Ja, schön. Schön machst du's. Okay, jetzt hoffen, dass wir noch vor 22 Uhr da oben sind. Weil ich meine, dass die Jennifer, die wohnt ja da und die Karen, die geht ja gerne mal eintrinken. Ich weiß halt auch nicht, wie lange die da ist. Okay, Karen habe ich schon mal. Karen kriegt von mir Schokokuss. Oh, Tag der Verliebten. Kennst du dir ein Gläschen? Jennifer. Oh, danke schön. So, hat es mir jetzt was gebracht mit Freundschaft? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie mir gerade so gesagt hat, was ist das für ein Scheißgeschenk. Bin Karen. Okay, die ist Erste. Nee, passt schon. Wenn ich jetzt von allen Männern beschenkt würde, dann müssen heute die Männer den Frauen was schenken. Dann stimmt das schon. Das passt schon. Irgendwie passt das schon. Gut, dann reiten wir mal heim und gießen jetzt den restlichen Garten. So. Ich füll gleich mal auf. Die eine da ist gegossen. Wenigstens muss ich nichts mehr ernten. Ist doch auch schon mal was. Man muss immer sich mit kleinen Dingen zufrieden geben, habe ich gelernt. Und wird man am wenigsten enttäuscht. So. Ich erzähle auch gleich ein bisschen was über Spanien, aber ich möchte nur kurz fertig gießen und eben aus dieser stressigen Situation entfliehen. Okay, ich habe irgendeine Nachricht bei Xbox bekommen. Ich habe keine Ahnung was, aber ich habe eine Nachricht bei Xbox bekommen. So. Dann noch, okay, es ist 0:10 Uhr. Das ist relativ scheiße. Aber gut, ich komme schon klar. So. Dann müsste ich ja, wenn ich das jetzt habe, alles gegossen haben. Okay, ja, sieht gut aus. Wir gehen schlafen um 1 Uhr nachts. Ist doch eine schöne Uhrzeit. Ja, Keks mit dir gehe ich jetzt dann auch mal spielen, aber gerade nicht.
Gerade habe ich nicht so viel Zeit dafür, obwohl ich kann einmal die Frisbee eigentlich mit mir rumschleppen. Und eine Blümchen. Mehr brauche ich eigentlich nicht für morgen. Ja, eine Traube für die Anna, aber das können wir dann auch später machen. Okay, es gibt heute nicht mal mehr Programm. Schön, morgen hat Blaubeere Geburtstag. Der kriegt dann von mir ein schönes blaues Gras oder einen Honig. Okay, wir speichern mal und gehen mal eine Runde schlafen. Schlafen. So, ich denke, es ist Zeit für die Geburt. Was? Ein Lamm wurde geboren. Ich sollte den Namen geben. Leute, bei welchen Buchstaben waren wir? Oh, wir waren, glaube ich. L haben wir, glaube ich, schon durch. Loki. N hatten wir, glaube ich, auch schon. O. Der O schon. Ich nehme einfach mal Pia. Hallo Pia. Meine Familie ist gewachsen. Ja, ich merk's. Okay, morgen wird er geil. Ja. Bewohner. Nee, ich brauche mal kurz Tiere. Für welchen Buchstaben? N. Ja, O fehlt halt jetzt. Oh, P hatten wir auch schon. Okay, wir waren sogar dann. Eins war egal. Kommt ja dann eh eins dieser Tierchen weg. Ja, demnächst wieder Schwangerschaftsset holen, dass wir Loki wieder schwängern können. Gut, Nein, ich bin nicht gestresst. Okay, mein Kohle ist fertig. Nehme ich mal kurz mit. Mein Pferd wollte ich eigentlich schnell streicheln, aber es ist mir davon galoppiert. Okay, cool. Ich möchte mir da auch ein bisschen was zumindest klauen, falls ich mal irgendwie so cool Salat machen muss oder so. Okay, Gurken nehme ich auch mal ein paar mit. Alter, sind wir Gurken ab. Okay, ich hoffe, die kommen irgendwie hinterher. Ich komme dann später wieder vor. Ach ja, ich schaue die ja nicht mehr an. So, wir nehmen alles mit, was wir hier finden können. Das Gemüse will ich gleich mal reintun. Hallihallo, wie war deine Reise? Ja. Ich erzähle gleich ein bisschen was dazu. Ich will gerade nur so ein bisschen den Stress rausnehmen. So im Allgemeinen war es schon cool. Dann war es heute vielleicht das Ding nicht da, der dunkelblaue. Dann gehen wir jetzt mal unsere Runde. Ja, also allgemein war es ganz cool. Die Reisezeiten waren halt richtig anstrengend. Ich glaube, ich war jedes Mal so 12 Stunden unterwegs Hin- und Rückreise und das ist halt echt anstrengend. Da war ich dann auch irgendwann richtig K.O. Einfach so gestern, also ich bin ja heute Nacht um 4, glaube ich, hier angekommen. Das war nicht cool, definitiv nicht. Weil ich halt einfach nur noch fertig war. An irgendeinem besonderen Punkt. Ja, ich denke, wir fangen einfach mal an so mit der Hinreise. War ein bisschen zu früh dran, aber ich war mega aufgeregt, aber ich habe mich auch ziemlich gefreut. Okay, Marie ist da, ich weiß nicht. Dann müssen wir mal schauen, ob wir vielleicht irgendwie ein Herzevent mit der auslösen können. Boah, wo war denn ihr nächstes Herzevent? Ich glaube, es war Montag bei ihr daheim um die Uhrzeit so ungefähr. Dann renne ich bei mir hoch, dass ich da schneller hinkomme. Ja, mit der Schule, dass ich da nochmal wohin fahre, ich glaube es nicht. Weil ich war dann mit lauter so jüngeren Leuten. Warst du mit dem Piloten zufrieden? Hat das ja bisher. Ja, also er hatte keine Jogginghose an. Also da war alles cool. Der hat auch eine halbe Stunde auf dem Hin- und Rückweg reingeholt. Also der hätte eigentlich ein bisschen länger brauchen sollen, laut Plan. Hat er irgendwie nicht ganz so. Anna, wenn du schon mal da bist, kriegst du von mir eine Traube. So, dann gehen wir mal gleich rein. Wenn da die ganze Family da ist. So, Event. Das ist ein Problem. Das ist es wirklich. Wetten, es geht über Marie.
Hey Leila. Hallo Leila. Wenn du gekommen bist, um Marie zu sehen, vergiss es besser. Was ist los? Ich weiß nicht, was das Problem ist, aber Marie hat gerade furchtbar schlechte Laune. Ja, da will ich nicht stören eigentlich. Aber okay, dann machen wir an dieser Stelle mal einen Cut und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht mit Maries Herz-Event. Bis dahin, bye!